Wow. Die Medienlandschaft in Deutschland ist so vielfältig. Wie soll man da einen Überblick bekommen? Wir wollen es versuchen. Herzlich willkommen zur 6. Folge der Einführung in die Journalistik. Mein Name ist Klaus Meyer, ich lehre Journalistik an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Unsere Themen heute: Wie sieht die Medienlandschaft in Deutschland aus? Wie sind Redaktionen organisiert? Und welche neuen Redaktionsmodelle gibt es? Wir befinden uns also auf der dritten Ebene unseres Analysemodells bei den Medienorganisationen. Dafür orientiere ich mich wieder an meinem Lehrbuch Journalistik, dieses Mal an den Kapiteln 4.3 und 4.5, wo Sie wieder Quellenhinweise finden und alles nachlesen und vertiefen können. Wir beginnen mit der Frage: Wie sieht die Medienlandschaft in Deutschland aus? In der letzten Folge haben wir uns schon mit der Organisation und Finanzierung der Medien beschäftigt und gesehen, dass die Medien sehr vielfältig organisiert sind. Die Medienlandschaft ist auf einen Blick in Deutschland kaum überschaubar. Es gibt Nachrichtenagenturen, mehr als 100 Zeitungen, mehr als 1000 Zeitschriften, es gibt hunderte Radio- und Fernsehprogramme und ungezählte Websites. Ganz zu schweigen von den reichweitenstarken Formaten auf YouTube oder Instagram. Beginnen wir mit den Nachrichtenagenturen. Sie sind die Grundlage des überregionalen Journalismus. Sie sammeln und selektieren aktuelle Meldungen für ihre Kunden. Im Prinzip kann jeder von uns eine Nachrichtenagentur beziehen. In der Regel werden die Meldungen aber von Zeitungen, Zeitschriften, Rundfunkanstalten und Online-Diensten gekauft, damit diese ihre Kunden eben überregional bedienen können. Was denken Sie, wäre denn die beste Organisationsform von Nachrichtenagenturen? Also die sind ja schon sehr mächtig, sollten also vielfältig in mehreren Händen liegen. Aber wahrscheinlich steckt da die Bundesregierung dahinter. In Deutschland ist der Staat, also auch die Regierung, an keiner Nachrichtenagentur beteiligt. In westlichen Demokratien liegen die Nachrichtenagenturen häufig in den Händen der Kunden. Zeitungsverleger und Rundfunkanstalten haben sich zu Genossenschaften zusammengeschlossen. Das ist zum Beispiel bei der Deutschen Presseagentur, der DPA, der Fall oder auch bei der Austria-Presseagentur, der APA, oder der Schweizerischen Depeschenagentur, der SDA. Es gibt aber auch andere Modelle. Reuters in London ist eine Aktiengesellschaft, also in Privatbesitz. Und natürlich gibt es auch staatliche Agenturen, die also letztlich von Regierungen zumindest mitkontrolliert werden. Beispiele sind die chinesische Agentur Xinhua oder auch die griechische Agentur ANA, die Athens News Agency. Weltweit gesehen sind die Agenturen in Staatsbesitz in der Mehrzahl. Es gibt drei Weltagenturen, die weltweit Nachrichten verbreiten: die AP, die Associated Press aus den USA, Reuters aus Großbritannien und der Chance France Presse, die AFP aus Frankreich. In Deutschland gibt es inzwischen nur mehr eine Vollagentur, also die DPA, die Nachrichten aus allen Ressorts verbreitet. Die Zeitungslandschaft in Deutschland besteht aus Wochen- und Tageszeitungen. Die bekanntesten Wochenzeitungen sind die Zeit, die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, die Welt am Sonntag und die Bild am Sonntag. Der Markt der Tageszeitungen kann nach Vertriebsform eingeteilt werden. Die erste Vertriebsform in dieser Tabelle ist Abonnement überregional, zum Beispiel SZ, FAZ, Welt oder Handelsblatt. Die zweite Form, Abonnement regional. Hier gibt es viele Beispiele, zum Beispiel die Rheinische Post, die Chemnitzer Neue Presse oder das Hamburger Abendblatt, die Augsburger Allgemeine zum Beispiel. Für die dritte Form, Boulevard überregional, gibt es nur die Bild-Zeitung. Für Boulevard regional gibt es wieder mehrere Beispiele, zum Beispiel den Express in Köln oder die Abendzeitung in München. Die meisten Tageszeitungen erscheinen aber schon regional, oder? Ja, bei weitem die meisten Blätter erscheinen als regionale Abonnementzeitung. Es gibt in Deutschland ungefähr 300 Zeitungsverlage, wobei die meisten nur für den Lokalteil verantwortlich sind. Überregionale Zeitungsteile,
Für Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport, wir sprechen dann vom Zeitungsmantel, gibt es etwa 100. Der Markt der Zeitschriften teilt sich in Publikumszeitschriften und Fachzeitschriften, wobei sich die Publikumszeitschriften in immer mehr Special Interest Titel differenziert haben. Da gibt es Zeitschriften für Autofans und Motorradfreaks, für Gartenfreunde, für Computernutzer oder Fitnessfans. Die Publikumszeitschriften können in bestimmte Typen noch sortiert werden, Nachrichtenmagazine wie der Spiegel zum Beispiel oder Illustrierte wie der Stern, People-Magazine wie die Bunte oder Frauen- und Männerzeitschriften. Während sich diese Publikumszeitschriften hauptsächlich an Privatinteressierte wenden, wenden sich Fachzeitschriften einem beruflichen Interesse zu. Da gibt es dann zum Beispiel Zeitschriften für die Ärztin oder den Krankenpfleger, für Menschen in der Logistikbranche oder für alle möglichen Berufe, auch für Journalisten. Hier zum Beispiel das Medium-Magazin Der Journalist oder die Zeitschrift M. Menschen machen Medien. Mit der Rundfunklandschaft ist Radio und Fernsehen gemeint. In der Entwicklung der Bundesrepublik können wir zwischen drei Phasen unterscheiden. Von 1945 bis 1961 gab es ein Monopol der ARD-Anstalten mit ihren Hörfunkprogrammen und auch mit dem ersten Fernsehprogramm. 1961 kam das ZDF dazu und bis in die 80er Jahre hinein war diese zweite Phase dann geprägt durch eine Fernsehkonkurrenz zwischen ARD und ZDF. In der dritten Phase, ab Mitte der 80er Jahre, kamen die privatwirtschaftlichen Rundfunkanbieter hinzu. Wir sprechen seitdem von einem dualen Rundfunksystem aus öffentlich-rechtlichen und privatwirtschaftlichen Anbietern. Die Zahl der Anbieter und Programme ist beinahe unüberschaubar und sie ändert sich auch von Jahr zu Jahr. Die Radiolandschaft ist sehr stark geprägt durch viele regionale und lokale Radiosender. Nach den bitteren Erfahrungen mit dem zentralen Propagandarundfunk der Nationalsozialisten sollte es in der Bundesrepublik keinen dominierenden nationalen Radiosender geben. Diese Tabelle zeigt die Vielfalt der Radiolandschaft. Die neuen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der ARD strahlen 64 Programme aus. Hinzu kommen die drei Programme des Deutschlandradio. Privatwirtschaftlich gibt es ungefähr 300 Programme regional und lokal in Deutschland. Davon sind gut 80 in Bayern. Auch Internetradios haben einen festen Programmablauf, stellen also auch lineares Radio zur Verfügung. Im Gegensatz dazu die unzähligen Podcasts, die zu jeder Zeit genutzt werden können, also eine Art nicht-lineares Radio sind. Auch die Fernsehlandschaft ist sehr vielfältig. Bei den Öffentlich-Rechtlichen gibt es 3 bundesweite und 7 dritte Vollprogramme. Daneben noch einige Spartenangebote. Privatwirtschaftlich können wir 160 Fernsehprogramme zählen in Deutschland. Das hört sich nach sehr viel an. Aber wenn man die Marktanteile sich anschaut, dann wird der Markt dominiert durch 2 Konzerne, durch Bertelsmann und die ProSiebenSat.1 Media AG. Daneben gibt es natürlich auch eine Vielzahl von Spartenprogrammen, zum Beispiel für Kinder, aber auch für Fußballfans. Wenn die großen Fußballvereine in Deutschland ein lineares Fernsehprogrammangebot machen, brauchen sie dafür auch eine Lizenz der Landesmedienanstalten. Ja, dann natürlich das ganze Pay-TV-Angebot, dominiert von Sky, aber auch durch andere Anbieter wie der Zoom oder Amazon Prime. Wenn wir natürlich auch die nichtlinearen Angebote, die keinen festen Programmablauf haben, berücksichtigen, dann müssen wir das ganze YouTube-Universum mit einbeziehen mit unzähligen Angeboten. Noch deutlich vielfältiger und unübersichtlicher ist die Landschaft der digitalen Medien. Fast alle genannten analogen Medien haben natürlich auch digitale Ausspielwege. Ich habe Podcasts und das YouTube-Universum ja schon erwähnt unter Radio und Fernsehen. Das zeigt schon, dass wir die Landschaften hier eigentlich auch gar nicht mehr trennen können, sondern dass Digitales und Analoges auch zusammenwächst. Das reichweitenstärkste digitale Informationsangebot ist allerdings ein rein digitales Medienunternehmen. Die Website t-online.de erreicht pro Monat fast die Hälfte aller Online-Nutzer in Deutschland.
Ein interessantes Projekt ist Funk. Das sind digitale Angebote von ARD und ZDF, die auch über Rundfunkgebühren finanziert werden, die aber rein im Internet ausgestrahlt werden, vor allem auf Social-Media-Plattformen wie YouTube, Instagram, Facebook, TikTok oder Snapchat. Dazu gehören zum Beispiel Formate wie Mädelsabende auf Instagram oder das Reportageformat Y-Kollektiv auf YouTube. Es gibt aber noch viele, viele andere unterhaltende und informierende Angebote im Funkkosmos. Und nun zum zweiten Teil, in dem wir uns einen ganz bestimmten Bereich von Medienunternehmen anschauen, nämlich die Redaktion. Wie sind Redaktionen organisiert? Das ist die Frage, die uns jetzt leiten wird. Mit Redaktion ist im Allgemeinen diejenige Abteilung eines Medienunternehmens gemeint, welche die journalistische Leistung erbringt. Die Organisation einer Redaktion richtet sich in aller Regel nach den publizistischen Strategien, nach den journalistischen Konzepten, auch nach den Zielgruppen. Dazu haben Redaktionen in aller Regel ein strenges organisatorisches Korsett in zweierlei Hinsicht. Die Kunden erwarten feste Zeiten und feste Themen. So brauchen Redaktionen eben eine strenge zeitliche Organisation. Die Produktionszyklen, die Workflows in einer Redaktion orientieren sich am Erscheinungsrhythmus des Mediums. Und es wird ein festes Themenspektrum erwartet, das normalerweise in den Ressorts oder den sachlichen Zuständigkeiten der Redakteurinnen und Redakteure festgelegt ist. Überlegen Sie sich dafür ein paar Beispiele. Eine Tageszeitung hat hier andere redaktionelle Abläufe, wie zum Beispiel ein Wochenmagazin. Das ist schon klar. Aber wie ist es dann mit einer Online-Redaktion? Online-Redaktionen können sich selbst zeitliche Strukturierungen geben. Sie orientieren sich dabei in der Regel an den Nutzungsroutinen ihrer Zielgruppe. Nachrichtliche Redaktionen aktualisieren ihre Seite zum Beispiel mehrmals am Tag, meistens zu Uhrzeiten, in denen die Nutzung besonders hoch ist. Andere Redaktionen veröffentlichen neue Artikel an bestimmten Wochentagen, zum Beispiel zum Wochenende. Oder in manchen Redaktionen werden Artikel auch dann veröffentlicht, wenn sie fertig sind. Und nun Beispiele für die thematische Organisation. Die Tageszeitung hat die klassischen Ressorts Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport und Lokales. Ein lokaler Radiosender hat Redakteure zum Beispiel für Musik, für Sport, auch für Kino und Lifestyle. Ja, und an diesen Ressorts orientiert sich auch die Hierarchie in Redaktionen, also wer entscheiden darf und wer mehr Macht hat. Dafür gibt es den Begriff der Aufbauorganisation, wofür es wiederum mehrere Modelle gibt, aus denen ich jetzt zwei herausgreifen möchte. Die Einlinienorganisation besteht aus Chefredakteur, Ressortleiter und Redakteuren. Einlinienorganisation deshalb, weil es von den Redakteuren zum Chefredakteur immer nur eine Linie gibt. Die Matrixorganisation verwendet zwei Ebenen. Zum einen, wie wir hier in diesem Schaubild sehen, die thematische Gliederung nach Ressorts, zum anderen die Gliederung nach Tätigkeiten, also zum Beispiel Reportergruppen, Fotografenpools oder Layoutgruppen, die für verschiedene Ressorts arbeiten. Jedes Modell hat Vor- und Nachteile. Die Einlinienorganisation zum Beispiel ist recht starr und unflexibel, die Matrixorganisation deutlich flexibler. Sie benötigt aber auch mehr Absprache und Koordination. Mit den Stärken und Schwächen sind wir schon beim dritten Teil, der der Frage nach neuen Redaktionsmodellen nachgeht. Können Sie sich vorstellen, vor welchen organisatorischen Problemen Redaktionen stehen, wozu es also neue Organisationsmodelle braucht? Sie haben ja schon angedeutet, dass Absprachen zwischen Ressorts und Sendungen wichtig sind, aber oft nicht stattfinden. Das könnte ein Problem sein. Ja, eine Redaktion braucht zunehmend ein Bewusstsein für das Medienprodukt als Ganzes, zum Beispiel für eine Zeitung aus einem Guss. Können Sie sich noch weitere Probleme vorstellen? Denken Sie an digitale Plattformen. Die Redakteure arbeiten traditionell ja nur für ein Medium, sind also Zeitungsredakteure oder Radioredakteure.
wenn eine neue Plattform genutzt werden soll, dann müsste die Redaktion ja eigentlich verdoppelt werden, oder? Ja, das ist aber nicht finanzierbar und macht inhaltlich auch keinen Sinn, wenn zum Beispiel Themen zweimal recherchiert werden. Lösungen für beide genannten Probleme sind allerdings auch sehr fordernd und können neue Probleme mit sich bringen. Zum Beispiel eine starke Arbeitsverdichtung in der Redaktion und einen großen zeitlichen Druck auf die Redakteurinnen und Redakteure. Na klar, wenn ein Redakteur sich erstmal mit anderen abstimmen muss und dann für mehrere Medien möglichst noch gleichzeitig produzieren soll, für Zeitungen, für die Website, für Social Media, wie soll das gehen? Neue Redaktionsmodelle greifen diese Herausforderungen auf und stellen vor allem die Arbeit im Team in den Mittelpunkt. Also zum Beispiel ressortübergreifende Teams oder crossmediale Teams. Zwei grundlegend neue Redaktionsmodelle gibt es in Deutschland und in vielen anderen Ländern. Der Newsdesk ist eine Koordinations- und Produktionszentrale. In Zeitungsredaktionen werden dort zum Beispiel verschiedene Seiten von Ressorts oder Lokalredaktionen koordiniert und produziert, in Rundfunkanstalten verschiedene Sendungen. Am Newsdesk können aber auch die verschiedenen digitalen Plattformen koordiniert und gemeinsam bespielt werden. Das Foto zeigt den Newsdesk der Nürnberger Nachrichten, der im Januar 2018 eröffnet wurde. Der Newsroom ist ein Großraumbüro, aber nicht einfach irgendein Großraumbüro, sondern er soll architektonisch neue journalistische Konzepte der Zusammenarbeit unterstützen. Journalistinnen und Journalisten sitzen dann in einem großen Redaktionsraum, in dem sie sich besser koordinieren und abstimmen sollen, über Ressortgrenzen und Mediengrenzen hinweg. Mitunter werden beide Konzepte kombiniert, dann bildet ein Newsdesk das Zentrum des Newsrooms. Dieses Foto zeigt den Newsroom der Blick Zeitungsgruppe in Zürich. Und was hat sich mit den neuen Modellen jetzt hauptsächlich für die Journalisten selbst verändert? Studien der Journalismusforschung zeichnen ein vielfältiges Bild. Auf der positiven Seite steht zum Beispiel, dass das Planen und Koordinieren erleichtert ist und dass der Fokus auf Recherche und Themenfindung liegt, etwa mit eigenen Reportergruppen. Auf der negativen Seite steht der gestiegene Arbeitsdruck. Und Journalistinnen und Journalisten fällt es nicht leicht, im Großraumbüro zu arbeiten, etwa weil sie häufig in ihrer Konzentration gestört werden könnten. Fassen wir also zusammen. Wie sieht die Medienlandschaft in Deutschland aus? Die Medienlandschaft ist so vielfältig, dass wir sie auf einen Blick gar nicht erfassen können. Es gibt Nachrichtenagenturen, mehr als 100 Zeitungen, mehr als 1000 Zeitschriften, hunderte Radio- und Fernsehprogramme, unzählige Websites und ganz zu schweigen von den reichweitenstarken Formaten der YouTuber und Instagrammer. Die Zeitungslandschaft ist geprägt von vier Vertriebsformen. Abonnement regional und überregional und Boulevard regional und überregional. Der Markt der Zeitschriften teilt sich in Publikumszeitschriften und Fachzeitschriften, wobei die Publikumszeitschriften eine viel höhere Auflage haben, aber es wesentlich mehr Fachzeitschriften gibt. Die Radiolandschaft ist stark lokal und regional geprägt und insgesamt sehr vielfältig. Auch die Fernsehlandschaft ist vielfältig mit ihren Vollprogrammen und Spartenprogrammen. Der Begriff duales Rundfunksystem meint das Nebeneinander von öffentlich-rechtlichen und privatwirtschaftlichen Anbietern in Radio und Fernsehen. Noch viel vielfältiger und unübersichtlicher ist der Markt der digitalen Angebote. Wie sind Redaktionen organisiert? Redaktionen haben eine feste zeitliche Struktur aufgrund der Erscheinungstermine und ein festes thematisches Spektrum, das sich in den Ressorts wiederfindet. Es gibt verschiedene Organisationsmodelle, zum Beispiel das Einlinienmodell mit Chefredakteur, Ressortleitern und Redakteuren mit festen Zuständigkeiten und klaren Hierarchien. Oder das Matrixmodell, das unterscheidet zwischen thematischer Zuständigkeit und Tätigkeiten, das in sich flexibler ist, aber das einen höheren Abstimmungsbedarf hat. Welche neuen Redaktionsmodelle gibt es? Neue Modelle sollen ressortübergreifende und crossmediale Herausforderungen lösen. Dafür setzen sie vor allem auf Teamarbeit und werden mit Begriffen
wie Newsdesk und Newsroom bezeichnet. Ob sich dadurch die journalistische Qualität verbessert oder verschlechtert, ist umstritten. Einerseits werden crossmediale Planungen und Produktionen erleichtert und Redaktionen setzen zum Beispiel über Reportergruppen auf Recherche und Themenfindung. Andererseits steigt der Arbeitsdruck für Journalisten. Was meint ihr? Habt ihr schon selbst Erfahrungen mit neuen Redaktionsmodellen, zum Beispiel einem Praktikum, gemacht? Schreibt es unten in die Kommentare. Das war die 6. Folge der Einführung in die Journalistik. Wenn ihr die 5. Folge versäumt habt, findet ihr sie hier. Und hier geht's zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Ciao, Servus und auf Wiedersehen.